wenn man bedenkt, dass der Anteil Nichtdeutscher etwa 15% in der Gesellschaft ist, aber schon ein Drittel der Straftaten ausführt, dann muss ich sagen, dann muss der Rechtsstaat dagegen steuern und es müssen Lösungen her. Ich bin dabei. Das Radio. Hallo, mein Name ist Boris Cazan und mein heutiger Gast ist Michael Lang. Der Herr Lang ist Meister für Schutz und Sicherheit und IHK-Risikomanager. Was das genau ist, wird er uns gleich erklären. Dann geben Sie unseren Zuhörern doch mal so ein bisschen Hintergrund von Ihnen, dass Sie für uns greifbar werden, dass wir auch genau wissen, was Sie jetzt machen. Okay, ich bin 1999 in die Sicherheitsbranche gegangen, habe dort schon die ersten Führungsaufgaben übernommen, habe die entsprechende Qualifikation gehabt, habe später mich weitergebildet zum Meister für Schutz und Sicherheit. Das bedeutet, ich kann Sicherheitsfachkräfte ausbilden, habe dann noch den IHK-Risikomanager gemacht. Das ist eine Erweiterung von diesem Thema, um auch Unternehmen im Bereich Risikomanagement zu beraten, arbeite zurzeit als Sicherheitsberater und Risikomanager und habe im Laufe der Jahre auch im Ausland gearbeitet. Innerhalb Europa habe ich Einsätze geführt, habe für sehr große Unternehmen gearbeitet, war auch in Asien als Berater, als Ausbilder und habe Werkschutzteams für große Konzerne geleitet. Also das heißt zusammenfassend, ich bin ein Sicherheitsexperte mit 20 Jahren Berufserfahrung und kann also diesen Bereich sehr gut bewerten und kenne auch die Schwachstellen und die Dinge, die zu verbessern sind. Und was genau ist es denn, was Ihnen jetzt mit dieser Erfahrung so auf den Nägeln brennt? Was ist es, von dem Sie sagen, oh, das passt mir überhaupt nicht? Ja, also man erwartet natürlich von Sicherheitskräften wie aus dem privaten Bereich, dass wir uns an alle Gesetze und Verordnungen halten und der Gesetzgeber halt nicht. Das ist das, was mich schon seit Jahren ärgert, was auch Juristen schon beschäftigt. Es geht hier um das Grundgesetz. Es gibt Verstöße von der Bundesregierung und von den Länderregierungen, was das Grundgesetz betrifft. Im Speziellen ist das der Artikel 13 des Grundgesetzes, also die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das betrifft uns alle, weil jeder hat eine Wohnung oder ein Haus, das er bewohnt. Er fühlt sich dort sicher und möchte, dass niemand, weder der Staat noch unbefugte Dritte, diese Räumlichkeiten betreten. Was die meisten aber nicht wissen, der Staat ist dafür verantwortlich und hat sicherzustellen, dass kein Unbefugter unsere Räume betritt. Wieso gibt mir denn dann die Polizei immer Hinweise, wie ich jetzt meine Wohnung gegen Einbruch schützen kann? Ja, die Polizei möchte natürlich auch so wenig Fälle wie möglich haben. Die möchten auch, dass die Bürger und Bürgerinnen in sicheren Räumen wohnen. Nichts zu tun wäre ja auch fahrlässig. Also das heißt, man unterstützt die Menschen, um ihre Räumlichkeiten abzusichern. Das ist aber nicht unsere Pflicht. Dafür hat der Staat zu sorgen. Was ist denn jetzt, sagen wir mal, 2018 passiert? Wie viele Straftaten gab es denn dahingehend? Also im Jahr 2018 hatten wir knapp 100.000 Einbrüche. Das ist im Vergleich zu 2017 etwas mehr als 15% weniger. Davor gab es fast 150.000 Fälle. Und die rückläufigen Zahlen basieren darauf, dass die Menschen zwangsläufig ihre Räume abgesichert haben. Das heißt, man hat einbruchssichere Fenster verbaut, man hat Querriegel an den Türen verbaut. Also was interessant ist, dass fast jeder zweite Einbruchsversuch gescheitert ist. Man kann es leider nicht einschätzen. Vielleicht ist die Nachbarschaft etwas aufmerksamer geworden. Vielleicht die Technik, die man verbaut hat, das heißt, man hat die Fensterverriegelung eingesetzt oder ähnliches. Man weiß es einfach nicht. Man kann es nicht einschätzen und kann deshalb auch da nicht ansetzen. Ich kann aber mal kurz erklären, wie ein Objekt professionell abgesichert wird. Man spricht in der Regel immer als erste Maßnahme von Alarmsystemen. Es ist so, dass die professionelle Absicherung von einer Wohnung oder von einem Gebäude erst der mechanische Einbruchschutz betrifft. Das muss alles erstmal eingebaut werden, das muss genutzt werden. Und die zweite Stufe wäre erst eine elektronische Lösung, das heißt eine Alarmanlage, eine Videoanlage. Und als dritte Maßnahme gibt es dann noch die personellen Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Haussitter oder ein Streifendienst, den man selbst bezahlen muss. So sind die drei Stufen der Sicherheitstechnik, wie man ein Objekt absichern muss. Das klingt natürlich nach sehr viel Geld. Wenn man das jetzt auf einen Einbruch an sich runterrechnet, was für Schäden, was für Kosten kommen auf mich zu, wenn jetzt jemand bei mir einbricht?
Also bei einem Einbruch, da greift auch die Hausratversicherung. Durchschnittlich sind es knapp 3.000 Euro, das wurde mal errechnet. Das ist der durchschnittliche Wert bei einem Einbruch. Der Gesamtschaden für ganz Deutschland im Jahr 2018 war etwa 310 Millionen Euro. Und da sieht man diese wahnsinnige Summe. Aber man darf nicht vergessen, selbst wenn die Versicherung den Schaden der Tür, der Fenster oder auch vom Bargeld ersetzt, die emotionale Bindung zum Beispiel zu Gegenständen, die man geerbt hat, die kann man nicht ersetzen. Das heißt, dieser Schaden ist dauerhaft. Aber ist es denn nicht auch so ein bisschen meine eigene Trägheit, dass ich dann eben sage, na, mir wird schon nichts passieren, auch wenn die Statistik mir jetzt zeigt, dass es eben sehr, sehr viele Einbruchsdelikte gab? Ja, es gibt oft eine Fehlentscheidung bei den Bürgern und Bürgerinnen, dass man sagt, bei mir ist nichts zu holen. Man darf nicht vergessen, die Täter, die außen sind, wissen gar nicht, was im Objekt ist. Das heißt, sie werden da keine Einschätzung geben, sondern werden ganz einfach aufbrechen und gucken, was man mitnehmen kann. Und die nehmen sehr gerne Bargeld, die nehmen Schmuck mit. Also der große Fernseher ist nicht das Problem, weil den können sie schlecht transportieren. In der Regel arbeiten die Banden, die organisiert sind, in sehr schnellem Tempo. Das heißt, die befinden sich nur mehrere Minuten im Objekt und können sehr genau, intuitiv auch sehr schnell die Werte finden und verschwinden sehr schnell. Das heißt, selbst wenn die Polizei gerufen wird, wird es manchmal sehr schwer, die Täter vor Ort auch zu fassen. Sollte der Staat denn nicht dann schon da eingreifen? Das heißt, es muss ja irgendwie eine Art von Organisation da sein, die das jetzt alles deckt, weil das Zeug muss ja verkauft werden, das muss hingebracht werden, weggebracht werden, das muss ja irgendwie zu Geld gebracht werden. Da muss ja eine ziemliche Organisation darstellen. Kann da nicht der Staat schon eingreifen oder sollte der da nicht eingreifen? Das wurde auch gemacht. Es wurden auch größere Banden hochgenommen. Man hat überwiegend Tätergruppen aus Osteuropa erwischt. Etwa 50% der Einbrecher sind auch nicht deutsche Täter. Da kann man sehen, dass wir für das Ausland sehr interessant sind, dass man nahezu in jener Wohnung etwas findet, was man zu Geld machen kann. Und das ist etwas, was unser Land interessant macht. Der Rückgang der Einbruchzahlen kann nur vermutet werden. Einmal der Verbau von der Sicherheit. Auf der anderen Seite hat man festgestellt, dass die Taten in Skandinavien zugenommen haben. Das heißt, diese Gruppierungen haben sich wohl in Richtung Nordeuropa verlagert, weil auch viele festgenommen wurden und man konnte einige schwächen. Aber es rücken sofort neue da, weil das ist organisierte Kriminalität. Wenn da 10 Mitarbeiter rausfallen, dann werden auch wieder 10 neue sehr schnell gefunden. Das ist etwas, was man so nicht schnell stoppen kann und somit fällt die Verantwortung leider wieder auf Bürgerinnen und Bürger. Aber wenn das Grundgesetz doch mir den Schutz zusichert. Ja, wir haben nun mal das Grundgesetz als rechtliche Grundlage. Es besteht aber kein Artikel, wo drin steht, der Bürger hat das Recht auf Sicherheit. Das ist indirekt durch die anderen Artikel. Und somit ist auch dieser Anspruch nicht einklagbar. Was natürlich wünschenswert wäre, dass die Polizei viel mehr Personal bekommt, um diese Fälle zu bearbeiten. Man muss sagen, man kann erkennen, die Schwächung der Polizei, wenn wir von Aufklärungsquoten sprechen, um 18%. Das ist fast nichts. Das heißt, wir sprechen hier über eine Verwaltung der Fälle. Die werden aufgenommen, die werden dann zur Staatsanwaltschaft geschickt, aber letztendlich groß aufklären kann man nichts. Daran ist erkennbar, dass bei der Polizei gespart wird und dass das der falsche Weg ist. Oder dass die andere Seite sehr professionell vorgeht. Organisierte Kriminalität ist immer sehr clever und hat meistens einen Vorsprung, bis denn die staatlichen oder Länder darauf reagieren können, vergehen immer 4 Jahre. Denken Sie mal, Sie möchten jetzt 1.000 Polizisten mehr einstellen für Nordrhein-Westfalen in unserem Bundesland. Das dauert 4 Jahre. Das heißt, das Auswahlverfahren, das Studium dauert 4 Jahre. Also es kann sich kein Politiker heute irgendwo hinstellen und sagen, wir haben nächstes Jahr 1.000 Polizisten mehr. Wo sollen die herkommen? Die stehen nirgendwo im Schrank. Wenn ich jetzt, sage ich mal, zur Gegenseite gehöre und mir sage, meine Erfolgschancen durchzukommen, ne, sind bei über 80%. Wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste sich jetzt irgendwie operieren lassen und der Arzt sagt, dass sie durchkommen, sind 80%. Dann macht doch jeder diese Operation. Also was schreckt denn jetzt oder was sollte denn jetzt den Täter abschrecken, wenn er sowieso weiß, naja, zu 80% komme ich damit durch.
niedriger die Aufklärungsquote, das sind ja nun mal Fakten. Auf der anderen Seite, präventiv kann die Polizei ja schon gar nicht mehr tätig werden. Mit Großveranstaltungen, mit Demonstrationen sind die so ausgelastet und das ist etwas, wo wir korrigieren müssen. Das heißt, wir brauchen unheimlich viel Polizei mehr. Das ist aber nicht gewollt, das ist immer zu teuer. Aber ich verweise ja immer auf das Grundgesetz. Der Staat und die Länder sind verpflichtet, uns zu schützen und somit verstoßen sie laufend gegen das Grundgesetz. Als Lösungsmöglichkeit kann man sagen, wir müssen unsere Häuser alle einbruchsicher machen. Das heißt, dass die Bauverordnungen der Länder müssen geändert werden, sodass jedes neu gebaute Objekt, ob Wohnung oder Haus, schon grundsätzlich mit Einbruchschutz verbaut wird. Aber das hieß ja für mich dann wieder höhere Kosten. Das sind höhere Kosten, aber wie hoch ist der Schaden, wenn Sie 2, 3 Einbrüche in Ihrem Leben erleben müssen? Wie wäre es denn, wenn ich einfach die Strafen erhöhe? Das heißt, dass die, die man kriegt, kriegen einfach mehr drauf und das schreckt ab? Das ist ja immer das, was man hört. Die Strafen sind nicht hoch genug. Ja, das ist eine Forderung, die kommt sehr häufig aus der Politik, dass man glaubt, man könne professionelle Einbrecherbanden mit einer höheren Strafe abschrecken. Das ist natürlich ein Witz. Erstens mal, wenn Sie mal Gerichtsurteile sich ansehen, werden Sie feststellen, das vorhandene Strafmaß wird überhaupt nicht ausgeschöpft. Wenn Sie da noch mal 1, 2 Jahre drauflegen, wen wird das abschrecken, weil es ohnehin nicht ausgeschöpft wird. Also da, das ist keine Lösung. Auf der anderen Seite, in deutschen Gefängnissen im Vergleich zu osteuropäischen geht es den Betroffenen entsprechend gut. Das heißt, die leiden nicht wirklich. In ihren Heimatländern werden die versorgt, ihre Familien, weil sie halt in der organisierten Kriminalität tätig sind. Und somit ist das Risiko recht gering. Sie verraten auch ihre Kollegen nicht, ihre Vorgesetzten nicht, wenn man das von der Struktur her so wiedergeben möchte. Und sie kommen nach ein paar Monaten in der Regel auch wieder aus dem Gefängnis heraus und machen dann weiter, nur in einem anderen Bundesland. Ist es denn so, dass man als Einbrecher, ich sag jetzt mal so, gut davon leben kann? Gibt es da irgendwelche Tabellen? Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte? Organisierte Kriminalität stellt ja nahezu Mitarbeiter ein, die täglich unterwegs sind und das Einkommen sind mehrere tausend Euro pro Fall. Also Umsätze, die diese Täter erzielen, sind mehrere tausend. Also wir sprechen ja über die Gesamtsumme von über 300 Millionen allein in Deutschland. Und diese Täter arbeiten ja nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, in anderen europäischen Ländern, jetzt auch zunehmend in Skandinavien. Und somit kann man sagen, das ist ein lukratives Geschäft. Man rechnet damit, dass das weit über 1 Milliarde ist, die dann jedes Jahr an Schäden entstehen und die dann den organisierten Kriminalität zugutekommen. Was kann ich denn als Bürger denn jetzt machen? Weil es muss ja immer eine bestimmte Vorgehensweise dieser Banden geben. Also es muss ja irgendwie zu erkennen sein, okay, da passiert jetzt was, es werden mit Sicherheit irgendwelche Beobachter ausgeschickt oder es wird jemand ausgespäht. Wie gehen die vor und was kann ich denn jetzt machen? Also hier ist es ganz wichtig, dass man ein intaktes Umfeld hat in der Nachbarschaft. Das heißt, der nicht so ganz so beliebte, neugierige Nachbar kann durchaus ein Faktor sein, der Einbrüche verhindert, weil der einfach jedes Auto kennt, jeden Mensch kennt und dann möglichst schnell auch diese verdächtigen Personen der Polizei meldet. Selbst die Polizei ruft immer dazu auf, dass man sich bei ihnen meldet. Lieber einmal zu viel anrufen, hier ist jemand, der nicht hingehört, der sieht sich die Häuser an, der blickt in die Fenster. Das heißt also, es werden regelrecht Scouts eingesetzt, die sich ein Bild vor Ort machen. Und es ist nicht so, dass man in einem Ortsteil eine Wohnung öffnet, sondern die Banden, die danach kommen, nach den Kundschaftern, die machen unheimlich viele Wohnungen und Häuser auf in kurzer Zeit und das eng beieinander und dann lassen die sich 2, 3 Monate nicht mehr blicken und dann kommen die wieder. Das heißt, es ist eine wiederkehrende Welle, die dann ausgenutzt wird und da sind die vorbeugenden Maßnahmen, ja, es fährt schon mal eine Polizeistreife mehr durch den Ort, aber das schreckt nicht wirklich ab. Also hier ist es wirklich das Miteinander. Wann ist ein Nachbar in Urlaub? Darauf achten, dass die Briefkästen geleert werden, dass sich die Rollläden bewegen. Also alles das, dass man praktisch Außenstehenden signalisiert, hier ist jemand, hier wird beobachtet, man ist aufmerksam. Das ist eigentlich der beste Schutz. Das heißt also, der Klassiker, Einbrecher kommen nur bei Nacht, das stimmt nicht mehr.
Nein, das hat auch noch nie gestimmt. Also wenn man das mal runterbricht auf private Objekte, ist es wirklich so, dass die typischen Einbruchszeiten 10 bis 22 Uhr sind. Wenn man jetzt auf Industrieobjekte oder gewerbliche Objekte blickt, dann sind das eher die Nachtzeiten oder auch die Wochenendzeiten, da wo keine Mitarbeiter vor Ort sind. Ansonsten kommen die Einbrecher zu den üblichen Zeiten, wenn der Bürger, die Bürgerin arbeiten ist. Wie kommen die denn jetzt rein? Also man stellt sich auch immer vor, so klar, Tür eintreten oder die basteln am Schloss rum und kommen dadurch rein. Wie gehen die denn jetzt vor, um genau da reinzukommen? Also bei Häusern sind die größten Schwachstellen Terrassentüren, bei den Wohnungen sind es meistens Haustüren, leicht zugängliche Fenster, oder auch, wenn man selbst ein Fenster auf Kipp lässt. Wir Profis sagen immer, ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. Kleine Toilettenfenster, wo man glaubt, da kommt kein Mensch durch. Man darf nicht vergessen, es gibt sehr kleine Menschen, es werden aber auch Kinder für Einbrüche eingesetzt, sodass die bei sehr kleinen Fenstern auch nochmal einen Zugang haben. Und somit sollte man die Gegenseite nie unterschätzen. Also jedes Fenster schließen und auch niemals ein Fenster auf Kipp lassen, weil das ist etwas, was keine Hürde darstellt. Auf der anderen Seite wird sich die Versicherung weigern zu zahlen. Ist es denn jetzt wirklich so, dass wenn die jetzt vorbeifahren und sehen, da das Haus ist jetzt elektronisch gesichert, ist das wirklich abschreckend? Also es gibt die Tätergruppen, die sehr hochwertige Gebäude einnehmen, weil sie da auch Kunstwerke finden, sehr hohe Werte, auch in der Regel hohe Bargeldsummen. Da sollte eine Alarmanlage natürlich auch sein. Das ist aber eine sehr spezielle Tätergruppe, die oft einen Innentäter mithaben. Das heißt, sie bekommen Informationen von jemand, der sich mit diesem Objekt auskennt. Der normale Einbrecher, wenn man ihn so bezeichnen möchte, der wird sich nicht abschrecken lassen. Wenn wir jetzt mal in der Nachbarschaft ein Gebäude haben, was mit Alarmanlage ausgestattet ist, da gibt es öfter mal einen Fehlalarm. Der Fehlalarm, der öfter ist, führt dazu, dass die Nachbarn nicht mehr darauf reagieren. Das heißt, der Täter kann sein Werk zu Ende führen und wie ich schon sagte, die sind nur wenige Minuten im Objekt, sodass auch dann die Alarmierung von Polizei oder privaten Sicherheitsdiensten eigentlich nicht ausreicht, um die Täter vor Ort zu stellen. Also ein Täter vor Ort bei Einbruch zu stellen, ist eine sehr seltene Geschichte. Kameras machen ja auch nicht so viel Sinn, so wie man sich das vorstellt. Ne? Der zieht sich irgendwas über oder klebt sich was ins Gesicht, wie man sich das so als Normalbürger vorstellt. Oder reicht es schon, dass man merkt, okay, man könnte hier aufgenommen werden oder gefilmt werden, besser gehe ich hier nicht rein? Also wenn jemand aus osteuropäischen Ländern kommt, da sehen sie auch viele ähnlich, ob die gefilmt werden oder nicht. Diese Täter befinden sich nur kurz in Deutschland. Selbst wenn man ein Video hat, wo das Gesicht erkennbar ist, das hilft nicht weiter. Es gibt auch keinen Austausch von Polizeieinheiten oder von Polizeiinspektionen und Kommissariaten, wo man Bilder abgleichen kann. Das ist alles noch in den Kinderschuhen, da müsste mehr passieren. Aber ob der Täter gefilmt wird oder nicht, ob er maskiert ist oder nicht, spielt keine große Rolle, kann nicht identifiziert werden. Wir Profis sagen sehr gerne, wenn man Personen identifizieren möchte aufgrund von Videoaufnahmen, dann sollte das ein Bekannter sein oder ein Prominenter. Und also somit ist diese Videotechnik ganz interessant. Man kann auf dem Video sehen, wie die Täter vorgegangen sind, aber bei der Aufklärung und bei der Bestrafung spielt die keine Rolle. Wenn jetzt der Staat im Vorfeld jetzt nichts für mich machen kann, ich mich dem also mehr oder weniger ausgeliefert fühle, ich muss also selber darauf achten. So, jetzt habe ich auf alles geachtet und mein Haus wäre sicher. So, jetzt treffe ich aber so einen Schwachmaten in meinem Haus an. Oder ich höre irgendwas, das was nicht stimmt. Was mache ich? Also ganz wichtig ist, wenn man Täter vor Ort hat, dass man sich nicht den Täter entgegenstellt und wegen den Werten denn seine Gesundheit oder sogar sein Leben riskiert. Man sollte den Fluchtweg frei halten, es sei denn, man ist wie Sicherheitskräfte oder Polizeibeamte geschult in Umgang mit Tätern, dass man sich also selbst verteidigen kann, dann kann man es riskieren. In der Regel haben die Täter ja Werkzeuge mit, die auch als Waffen benutzt werden können. Jetzt den Schraubendreher, das Stemmeisen, das sind gefährliche Waffen, wenn man sich den Täter
Täter entgegenstellt. Der möchte in erster Linie verhindern, dass er von der Polizei verhaftet wird und somit wird er alles tun, um zu flüchten. Deswegen ist man gut beraten, die Flucht nicht zu verhindern, sondern den Weg freizugeben. Das heißt, wenn ich ihn ziehen lassen kann, lasse ich ihn ziehen. Ja, laufen lassen, auch wenn das sehr, sehr ärgerlich ist. Also wenn man den Eindruck hat, es sind ja auch oft 2 oder 3 Täter, sich denen allein zu stellen, die mit Werkzeugen bewaffnet sind, das sollte man nicht tun. Was hier viel wichtiger ist, wären zum Beispiel, wohin sind die Täter geflüchtet, dass man die Polizei entsprechend informieren kann, wie ist der Fluchtweg, Fluchtfahrzeug, Kennzeichen, Modell, Farbe, dass man sich die Täter einprägt. Heutzutage hat fast jeder ein Mobiltelefon mit sich, wo er kurz ein Video machen kann oder Fotos machen kann, sodass die Strafverfolgung konkreter passieren kann. Das sind Dinge, die weiterhelfen und die auch kein hohes Risiko für den Bürgerinnen oder die Bürger beinhalten. Jetzt kennen wir alle den Klassiker, ich befrage 3 Leute und ich habe 7 Meinungen. Also, wenn ich jetzt eine Täterbeschreibung abgeben will, dann sagt ja jeder irgendwie was anderes. Das Hemd variiert dann von T-Shirt zu einem Oberhemd in weißer Farbe mit Krawatte. Wie gebe ich denn jetzt nun wirklich auch eine professionelle Täterbeschreibung ab? Ja, da kann die Polizei ein Lied von singen. Also wenn man mal im Bereich der Verkehrsunfälle geht, da können die Polizisten wunderbare Geschichten erzählen, bis hin zum Dinosaurier war alles dabei. Das ist jetzt, da möchte ich einen Tipp zugeben, wie kann man eine Täterbeschreibung geben? Ich sage immer von oben nach unten, das heißt Haarfarbe, Augenfarbe, sofern das erkennbar war, Ohrringe, also vom Kopf herunter, dann die Kleidung, Außenkleidung, wie Jacke, wenn man T-Shirt erkennen kann, alles was runtergeht, was natürlich sehr gute Merkmale sind Tätowierungen, die man nicht so leicht verändern kann. Eine Mütze kann man tauschen, eine Jacke kann man tauschen, aber Tätowierungen sind etwas, wo man dran festhalten kann. Das ist eine sehr konkrete Angabe. Darauf würde ich mich fokussieren. Also von oben nach unten bis hin zu den Schuhen, aber auch von außen nach innen. Das heißt, ihr spielt auch die Stimme eine große Rolle. Dass man sagen kann, hat er einen Akzent gehabt, war die Stimme hell oder dunkel, dass man eine möglichst genaue Beschreibung geben kann. Sommersprossen, Piercings, also alles Mögliche, was man an Auffälligkeiten notieren kann. Wie gesagt, man hat das Smartphone in der Regel dabei, alles eingeben, weil in dem Moment, wo man es sieht, wenn man es direkt eingibt, ist es vorhanden. Alles andere bringt man durcheinander, man vergisst es oder vertauscht es und somit soll das denn helfen. Auch die Art, wie jemand geht, wie jemand sich verhält und das sind alles Sachen, die der Polizei bei der Strafverfolgung weiterhelfen können. Jetzt kommt es natürlich auch, Sie hatten das ja eben schon erwähnt, oft zu Fehleinschätzungen des Normalbürgers. Das heißt, ich habe einen Hund, da kommt schon keiner. Dann muss ich mir auch gar nicht merken, wie ich jetzt einen Täter beschreibe. Ich schließe sowieso mal ab, ich habe die neueste Schließanlage. Ich habe tolle, sichere Fenster, ich mache mal alles zu. Aber trotzdem kommt es ja zu den Einbrüchen. Also was für Fehleinschätzungen machen denn die Betroffenen? Ja, oft ist es so, dass man glaubt, es lohnt sich nicht. Aber da habe ich ja schon drüber gesprochen, das kann der Täter von außen ja gar nicht sehen. Es gibt Wohnungen, die sehen ganz normal aus und da sind sehr hohe Werte. Da gibt es vielleicht sogar einen Tresor. Da hat jemand Schmuck geerbt, da hat jemand große Mengen Bargeld, weil es sich nicht lohnt, die auf dem Geldinstitut zu lagern. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Aber auch jedes Teil, was der Täter veräußern kann, ist hilfreich, macht die Sache für ihn besser, lukrativer. Man sollte sich also keine Gedanken machen, ob es sich lohnt, das wird der Täter erst feststellen, wenn er die Räume betreten hat. Dann glaubt man auch, dass der Nachbar aufpasst, aber gerade auch der neugierigste Nachbar geht mal essen, geht mal einkaufen. Das heißt, da kann ich ja nicht drauf bauen, das ist ja keine Zuverlässigkeit. Hundegebell auf Band, das ist etwas für Laien. Wenn der Täter 2-mal klingelt und es kommt dasselbe Hundegebell und kein Hund kommt an die Tür, weiß er, das ist ein Fake. Und wird sich dann nicht mehr aufhalten lassen. Wenn man selbst einen Hund hat, ist toll, aber auch mit dem Hund geht man mal spazieren und das wäre dann auch eine Schwachstelle, eine Sicherheitslücke, die zu schließen wäre. Und auch selbst, wenn man nachts die Türe abschließt, vielleicht kommen die Täter durch die Terrassentür oder Fenster. Und wenn jemand ein Gebäude betreten möchte, da kommt es eigentlich nur noch auf die Art des Werkzeuges an. Meistens ist es möglich. Man hat ja auch schon Täter nachts am Bett stehen gehabt, die dann die Wohnungseigentümer oder die Mieter überrascht haben und die konnten sich nicht erklären, wie sie die Räume betreten haben. Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wir hatten das ja eben schon mit mehr Polizei, aber was würde denn jetzt nachhaltig greifen, wenn doch im Grundgesetz steht, dass der Staat für meine Sicherheit verantwortlich ist? Ja, also mein Vorschlag wäre ganz klar, dass Gesetze und Verordnungen geändert werden. Das heißt, die Bauverordnungen der Länder müssten ganz klar festlegen, dass jedes neu gebaute Objekt mit Einbruchschutz schon versehen wird. Wenn man sich vorstellt, jetzt in den nächsten 10 Jahren würden nur noch Objekte entstehen, die Einbruchschutz haben, würden die Täter Deutschland meiden. Es würde sich nicht lohnen. Sie würden es nicht schaffen oder nur mit großem Aufwand. Darüber hinaus ist es auch wichtig zu wissen, dass Einbruchschutz nur teilweise anerkannt wird von den Finanzämtern. Das heißt, da müsste auch ein Umdenken passieren, dass man Einbruchschutz zu 100% in der Steuererklärung anerkannt bekommt, sodass der Staat wenigstens indirekt die Sicherheit unserer Wohnungen und Häuser fördert. Wie viele Straftaten gab es denn im letzten Jahr in Deutschland? Haben Sie da Unterlagen drüber? Ja, es gibt natürlich die polizeiliche Kriminalstatistik, die wird jedes Jahr vom Bundeskriminalamt erstellt. Eine wunderbare Aufstellung, um auch die einzelnen Fälle mal zu betrachten, die Täter zu betrachten. Und wir hatten im Jahr 2018 in Deutschland etwa 5,5 Millionen Straftaten. Jetzt muss man dazu sagen, das sind die registrierten Straftaten. Wenn man mit Experten spricht, dann hat man oft schon mal die Summe 10 Millionen gehört. Das hat verschiedene Faktoren. 10 Millionen ist die Dunkelziffer, das heißt, viele Menschen gehen gar nicht mehr hin und zeigen eine Straftat an, sagen, es bringt sowieso nichts. Nehmen wir mal zum Beispiel diese Nötigung auf der Autobahn, die viele von uns täglich erleben. Wenn man allein im Fahrzeug sitzt, der Gegenüber, der Drängler, hat vielleicht noch ein, zwei Begleitpersonen dabei. Wenn sie dann zur Polizei fahren, kann man schon von vornherein sagen, das wird nicht funktionieren. Da ist 3 Zeugen gegen einen und da wird man wahrscheinlich den Weg umsonst gehen. Es sei denn, man hat Videomaterial oder ein anderer Verkehrsteilnehmer hat Videomaterial über eine Kamera, dann wäre das Erfolg versprechen und somit geben viele schon mal auf und stellen keinen Strafantrag. Außerdem haben wir in Nordrhein-Westfalen, auch in anderen Bundesländern, die Möglichkeit, einen Strafantrag online zu stellen. Das wissen viele gar nicht. Ich muss also nicht diese Horrorvorstellung haben, ich sitze hier 2, 3, 4 Stunden bei der Polizei. Die Polizei arbeitet sehr schnell, sehr effizient und wird das so schnell wie möglich abarbeiten und auch registrieren. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn man das in Ruhe von zu Hause aus in die Online-Maske eingibt und somit das Verfahren denn einleiten kann. Was beeinflusst denn noch die Statistik? Ja, das Anzeigenverhalten ist einmal, da muss ich sagen, da hat man zum Beispiel im Bereich der Einbruchsdiebstähle eine sehr geringe Dunkelziffer. Das ist darin begründet, dass wir den Versicherungen, der Hausratversicherung nachweisen müssen, dass es eine Straftat gab. Dadurch ist die Dunkelziffer sehr, sehr gering. Aber es gibt andere, wie zum Beispiel die Nötigung im Straßenverkehr, die führt dazu, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Darüber hinaus muss man sagen, was die Statistik beeinflusst, da geht es auch um die polizeiliche Kontrollintensität. Das heißt, je weniger Polizei wir auf den Straßen haben, je weniger wird registriert. Denken wir mal an Drogenkriminalität. Da hat natürlich der Kunde, wenn ich ihn mal so nenne, und der Verkäufer überhaupt kein Interesse, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit beziehungsweise zur Polizei kommt. Und somit ist das etwas, was auch im Dunkeln bleibt, wenn wir zu wenig Polizei auf der Straße haben und in den Stadtteilen. Darüber hinaus wurde auch in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik wurden einige Änderungen vorgenommen, sodass Vergleiche nicht möglich sind. Das ist auch noch ein Faktor, der die Zahlen verändert, aber das ist eher im geringen Maße. Welche Straftaten sind denn jetzt gestiegen? Also ganz erschreckend sind Straftaten, Widerstand und Angriffe gegen die Staatsgewalt, also Polizei vor allen Dingen, auch Ordnungsamt. Das sind Dinge, die sind fast 40% gestiegen im Jahr 2018. Und da muss man sagen, das ist eine Zahl, da müssen wir gegensteuern. Das kann so nicht weiterlaufen. Das kann man auch nicht akzeptieren. Da müssen Lösungen her. Natürlich ist da nicht nur die Aufrüstung der Polizei beziehungsweise die Verstärkung der Polizei. Da müssen auch andere Dinge greifen. Täter, die Polizei und Ordnungskräfte angreifen, die müssen einfach anders bestraft werden. Das kann nicht immer mit einer kleinen Geldstrafe abgehandelt werden. Das muss einfach deutlicher werden, dass auch eine Abschreckung stattfindet, weil fast 40% Zunahme, das können wir nicht akzeptieren als Rechtsstaat.
Darüber hinaus sind die Rauschgiftdelikte um etwa 6% gestiegen. Ja, da muss man sagen, es gibt auf der einen Seite die Händler, die Verkäufer, und auf der anderen Seite gibt es die Konsumenten. Das heißt, würden wir viel weniger Konsumenten haben, Menschen, die Drogen kaufen, um sich besser zu fühlen, hätten wir auch diese Kriminalität besser im Griff. Die würde weiter sinken. Also da ist es auch mit abhängig von den Kunden. Wenn keiner kauft, gibt es keine Kriminalität im Bereich Rauschgift. Jetzt hört man ja auch immer mehr von Übergriffen mit Waffen. Was ist denn da jetzt? Gibt es da mehr? Gibt es da weniger? Ist das einfach nur, weil wir so ein bisschen sensibilisiert sind? Oh, der hat ein Messer, oh, der hat eine Schusswaffe. Ja, in den letzten Monaten hat man ja auch in den Medien entnehmen können, dass die Straftaten mit Waffen zugenommen haben. Ob das jetzt Messer, Schwerter sind, Schusswaffen, da haben die Taten um etwa 5% zugenommen. Aber man muss auch da sagen, da ist die Dunkelziffer sehr hoch. Das sind die Straftaten, die entdeckt wurden. Wie viel laufen mit illegalen Waffen durch die Gegend? Und man sieht es einfach nicht. Und auch bei den Angriffen muss man sagen, also Angriffe mit Messer sind sehr, sehr schwierig abzuwehren, weil in vielen Fällen haben die Opfer das Messer überhaupt nicht gesehen. Ja, da wären wir ja direkt beim nächsten Thema. Wie sieht das denn im wahrsten Sinne des Wortes mit dem berühmten Mord und Totschlag aus? Ja, Mord und Totschlag sind natürlich mit die schlimmsten Verbrechen, und da hatten wir im Jahr 2018 etwa 2500 Fälle. Da hatten wir auch wieder eine Steigerung von 4%. Gibt es denn auch was Positives zu berichten? Welche Straftaten zum Beispiel sind gesunken? Ja, so richtig positiv kann man das nicht nennen, dass es überhaupt Straftaten gibt, ist immer sehr negativ, aber es ist schon so, dass wir im Bereich Vergewaltigung, sexuelle Nötigung einen Rückgang hatten von 18%, bei dem Wohnungseinbruchdiebstahl etwa 16%. Da gibt es ja auch die Mutmaßung, dass die Täter sich Richtung Skandinavien verlagert haben, weil das, was wir an Minus hatten, hatte Skandinavien am Plus, und somit ist das auch erklärbar, diese Zahl. Darüber hinaus ging der Diebstahl zurück, also Diebstähle insgesamt um etwa 7%. Da muss man sagen, in den Einzelhandel wurde sehr viel Maßnahmen ergriffen, technische Lösungen wurden verbaut, es wurden Ladendetektive eingestellt, die Bürger haben mehr getan gegen Diebstahl, die Fahrräder wurden besser gesichert, auch die Autoindustrie hat etwas getan, dass man den Diebstahl von Kraftfahrzeugen reduzieren konnte, da hat sich einiges getan. Was kann man denn jetzt zu den Tatverdächtigen sagen? Ja, das ist schon eine interessante Entwicklung. Und zwar hatten wir im Jahr 2018 insgesamt 2 Millionen Tatverdächtige. Davon waren 1,3 Millionen deutsche Staatsbürger und über 700.000 Tatverdächtige, die keinen deutschen Staatsbürger waren. Innerhalb dieser 700.000 gab es nochmal rund 280.000 Tatverdächtige, die zu den Zuwanderinnen oder Zuwanderern gehörten. Also hier muss man sagen, es ist eine Entwicklung, wenn man bedenkt, dass der Anteil Nichtdeutscher etwa 15% in der Gesellschaft ist, aber schon ein Drittel der Straftaten ausführt, dann muss ich sagen, dann muss der Rechtsstaat dagegen steuern und es müssen Lösungen her. Diese Entwicklung können wir nicht akzeptieren, da muss was passieren. Und es reicht nicht aus, einfach nur eine Statistik zu erstellen, sondern da müssen Lösungsmöglichkeiten, die den Bürger auch schützen, einfach umgesetzt werden. Aber selbst der Plan ist da noch nicht bekannt, soweit ich informiert bin. Also da muss viel mehr getan werden, was die innere Sicherheit betrifft. Ist es denn wirklich so, dass Frauen tatsächlich mehr oder öfter Opfer von Straftaten sind als Männer? Also im Jahr 2018 hatten wir etwa 1 Million Opfer leider. Das ist eine sehr, sehr große Zahl. Aber 600.000 Opfer waren männlich und 400.000 waren weiblich. Das heißt, die Männer sind mehr gefährdet als die Frauen. In der Darstellung der Medien oder auch in dem, was man so hört, sind die Fälle aber gravierender. Und so ist das denn ein Gefühl, was man denn hat. Aber Tatsachen sind nun mal ausgewiesen. Und es gibt mehr Männer als Opfer wie Frauen. Was kann man denn jetzt nun in Deutschland machen, dass es sicherer wird?
Ja, natürlich rufen wir immer zuerst zu mehr Polizei. Das ist auch absolut richtig. Und die Politik, die blockt auch immer weiter. Ja, weil Polizei ist teuer. Man darf nicht vergessen, einem Land ist Bildung und Sicherheit immer teuer. Es ist kein Gewinn. Ein Staat ist kein Unternehmen und er hat schließlich zu investieren, dass die Menschen sicher leben. Es gibt ja auch im Grundgesetz, ist der Staat auch verpflichtet, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Das kann nicht funktionieren, wenn ich weniger Polizei habe, weil weniger Polizei produziert nicht mehr Sicherheit. Und da wird in der Politik sehr gerne auf die rückläufige Quote in einigen Bereichen hingewiesen, aber man muss ja auch Weitblick haben. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wenn wir heute entscheiden, wir brauchen mehr Polizei, bis die ausgebildet sind, ihr Studium abgeschlossen haben, vergehen 4 Jahre. Das heißt, ich müsste ja jetzt schon starten mit Neueinstellungen, mit zusätzlichen Polizisten und Polizistinnen, um in 4 Jahren überhaupt geeignet zu sein, alle Aufgaben zu übernehmen. Und wer weiß denn schon, wie die nächsten Jahre sich entwickeln? Also es ist wirklich ein Dilemma, dass jemand, der verantwortlich ist für die Sicherheit in Deutschland, dass der immer noch sehr zurückhaltend ist bei Neueinstellungen. Wir brauchen zum Beispiel bei der Bundespolizei etwa 20.000 zusätzliche Polizisten. Wir brauchen bei der Kriminalpolizei bundesweit gesehen, so sagt der Bund der Kriminalbeamten, auch zwischen 10.000 und 20.000 Beamte mehr. Das wird alles nicht umgesetzt. Da wird einfach die Zahl wird genommen und man tut nichts und hofft wohl, dass der nächste Amtsträger das übernimmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sehen in Deutschland die Sicherheit auch schon zu passiv. Wenn wir etwas haben, rufen wir gerne die Polizei. Wir können natürlich als Bürgerinnen und Bürger auch was tun. Das heißt im Bereich der Aufmerksamkeit. Wenn man jetzt eine Straße sich ansieht, wo etwa 100 Menschen leben, wie kann man die Sicherheit in dieser Straße erhöhen, nahezu verdoppeln, ohne mehr Polizei zu haben und ohne die Kosten, die entstehen würden? Und die einfache Antwort ist, indem jeder Bürger und Bürgerin 1% aufmerksamer ist. Das ist eine einfache Lösung. Das heißt, wir können selbst auch schon sehr viel tun. Wir können ein bisschen auf unsere Nachbarn achten. Wir können ein bisschen auf die Mitbewohner achten. Wir können uns auch beim Einkaufen anders verhalten. Das heißt, wenn wir ein klein bisschen mehr auf uns achten und verdächtige Gegenstände, Personen und Fahrzeuge der Polizei melden, können wir als Bürger, können wir schon viel mehr an Sicherheit erreichen. Und dann bräuchte die Polizei immer nur konkreten Anlässen folgen. Und ist dann auch nicht so leicht überfordert, weil der Bürger an sich schon ein Teil der Sicherheit ist. Das heißt, wir können tätig werden, wir können die Lösung selbst mitgestalten und hoffen denn, dass die Politik endlich mal nachzieht und auch die entsprechenden Stellen mal ausfüllt und Mitarbeiter einstellt, dass wir auch von der staatlichen Seite die Unterstützung haben. Ja, Herr Lang, schön, dass Sie hier waren. Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen wollen, dann können Sie das gerne machen und zwar unter info@bindabei.info. Bindabei wird zusammengeschrieben, also nochmal info@bindabei.info. Ich bin dabei, der Podcast. Bei uns hat jeder eine Stimme, denn wir haben alle was zu sagen.